YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar einen Tag wieder mit Finch, weil letztes Mal war Corona. Da war ja doof. Und jetzt bei Yatour, ich bin ja auch so ein Glücksbringer für dich. Warum? Weiß nicht, du hast immer Glück, wenn ich da bin für dich. Und also, außerdem muss ich ja in Berlin bei deinem Konzert dabei sein als einer deiner besten Freunde. Ja, die im Internet wissen, dass wir uns hassen, oder? Jetzt muss ich dich direkt fragen. Ich habe ja letztens dein Recap gesehen, wie du da bei Web am Mittwoch angefangen hast im Union-Trikot, Seiten auf Null. Trager Straßenstrich, Nacht, Ruhe, Tageslicht. Du kommst aus Marzahn, ich habe Arbeit für dich. Wie ist es jetzt, vor 9000 Leuten zu spielen? Weiß ich nicht, hab's ja neulich gemacht, mach ich ja heute Aber Abend. Wie ist es, du kommst da heute hin, da stehen noch fucking 9000 Leute wegen dir. Du siehst eh bloß, ab ein paar tausend hört dein Auge auf mitzuzählen. Dann siehst du da. Jetzt sei doch mal nicht so. Weiß ich nicht. Habe ich ja noch nicht gemacht. Aber wenn die dich fallen, was ist denn das für ein Gefühl? Na, das kannst du ja nicht falsch machen. Das ist cool. Rap am Mittwoch war immer noch ein bisschen anders. Da war die Hälfte, die hat dich gehasst. Das war mehr so, da war ich aber auch noch hungrig. Da wollte ich noch kämpfen. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, mich mit anderen rumzustruggeln. Und hier, du musst dich messen. Ich muss mich nicht mehr messen. Mann, ich bin 32, werde 33. Ich muss einen Scheißdreck. Ich muss einfach nur da hingehen, eine gute Show für meine Jungs und meine Mädels da machen und dann ist Feierabend. Ich bin immer wieder geschockt, du bist 90er, oder? Ja. Du siehst viel älter und verbraucht aus. Du immer ja, wieder. Ja, ist ja auch nur so. Weil du verdammt keinen Bart hast. Ich sehe übelst gut aus. Ich habe abgenommen. Nachher kannst du dir mal meinen Körper. Wie hast du denn abgenommen? Na, weiß ich nicht. Ich habe umgemünzt von Fett in Muskelmasse. Du kannst mal nachher meine Arme anfassen. Dann wirst du erstmal richtig einen Steifen kriegen, mein Freund. Was machen wir denn jetzt Schönes? Wir gehen jetzt Bart machen, Konturen gerade machen, dies, das, sauber, dies, das. Also irgendwie bist du doch eitel dann bei ein paar Sachen. Naja, der Bart muss ja ein bisschen ordentlich aussehen. Wenn der Kopf schon scheiße aussieht, muss der Bart wesentlich ordentlich aussehen. Machst du noch irgendwas vom ersten Auftritt? Ist doch hier Wellness gerade. Ja, mehr nicht. Nö. Nachher irgendwie ein bisschen abpudern. Ach, wofür denn? Ich sehe doch gut aus. Muss man dafür eine Schulung haben oder kann es jeder rausreißen? Kann jeder rausreißen. Nein, kann nicht jeder rausreißen. Durch diese Nase ging schon ganz anderes Zeug. Ich will natürlich für mein Twitch-Konzert auch schick sein. Ja, komm, mach. Warte, aber doch nicht. Oh Mann, das ist die schlimmste Idee, die ich seit langem hatte. Komm mal, du musst die umdrücken. Ah, das war, ging noch. Bist du bereit? Wollen wir dich heiß machen so? Soll ich nachher vom Auftritt so hinter dir stehen und sagen, komm, boah, aber starke Schultern. Ein bisschen verspannt. Kannst du ändern. Nee. Was steht denn jetzt an? Du siehst wunderschön aus. Am liebsten würde ich ja jetzt noch mal zur Fleischerei Domke und mir noch was zu essen holen. Einen schönen Mittagstisch. Aber wir haben doch da Catering. Ja, aber du bist der gerade mit einem E-Roller wegen 2 Euro 3 Minuten läuft, dass er sparen kann. Aber jetzt, wo Essen umsonst ist, dann sagen, nee, ich geb da. Ja, aber Fleischerei Domke, das ist da wesentlich, was ich habe und das ist gut. Beim Catering, ich kenne die also ich weiß nicht, wer da kocht. Fleischerei Nino Domke. Ist es deine Lieblingsfleischerei? Das ist Unioner. Man, da kriegst du auch richtigen Mittagstisch. Da kriegst du richtig Rindergulasch, da kannst du Eisbeine essen, da kannst du Bratkartoffeln, da kannst du so Königsberger Klopse. Digga, für 7 Euro Rindergulasch mit Kartoffeln und Rotkohl, aber eine große Portion. So aber funktioniert auch, ey, das. Ey, tu mir bitte wirklich den Fall nicht mit Kamera da. Nein, machen wir nicht. Bin da, noch so undercover bin ich da, glaube ich, nicht mehr, weil manchmal gucken die da eh noch aus der Küche, guckt schon immer, freut sich. Hat beim letzten Mal richtig auffällig meine Mucke angemacht, fand ich richtig fein. Es ist rot, ich möchte mich davon distanzieren. Hey, schick mal den Mann. Erste Mal Sprint seit nach hinten sehen. Muss er rausschneiden. Und ich sag ganz ehrlich, Catering, nichts gegen die Cater. Aber das kann dann auch immer wirklich. Das ist halt auch für Team, weißt du, und so für alle und so. Das, hier weiß ich, was ich habe. Kann ich nicht enttäuscht werden. Ich komme da jetzt hin, dann ist irgendwas, was ich nicht gerade essen will. Und ich bin noch lange hier noch auf Tour. Wie lange bist du jetzt auf Tour? Na, einen Monat insgesamt, glaube ich, ist das da. Kommt Mutti auch zu Konzerten so? Ja, selbstverständlich kommt die heute. Deine Mutti kommt heute? Nee, selbstverständlich. Geil! Nina Schubert, die ist heiß, aber. Ja, Digga, muss man aber nicht überall Werbung für machen, Alter. Überall, ey. So tief den Schwanz von der Industrie im Mund, naja. Okay. Haben wir das auch geklärt? Hast du schon mal irgendeinen gesehen, der schon mal Werbung für Finch macht oder irgendwas mit Finch? Nee. Nee. Und trotzdem läuft's gut. Und dann gibt's welche, da muss übertrieben, muss dir erzählt werden, dass das der neue Shit ist. Dorfdisco 2, mein Intro-Song, ist ein Rap-Song. Kommt in keine Rap-Playlist. Dann kommen andere Rapper in Playlisten, die sagen, die sind kein Hip-Hop und Popmusik machen. Beispiel Nina Chuba. Ist coole Musik, ist aber Popmusik. Ja. Kommt aber in eine Deutsch-Rap-brandneue Playlist. Soll sie in die Pop-Urban oder Hip-Hop-Urban reinkommen, aber nicht Deutsch-Rap, wenn sie schon selbst von sich sagt, sie ist kein Rap.
Wie gesagt, kein Hate, ey, alle hat seine Daseinsberechtigung, aber du bist kein Rap, genauso wenig wie ich Rap bin. Und das ist die Industrie, die dir vorleben will und sagen will, diese Musik ist gut. Und trotzdem läuft's, und dafür hast du meinen Respekt. Ich finde, was du machst, finde ich ganz, ganz toll. Danke. Ich bin kein Fan, aber ich finde es gut. Danke. Wie ist es eigentlich so mit den ganzen alten Hau-Ding-Songs zu machen? Du machst ja eigentlich, also Scooter ist ja deine Jugend, Matthias Reim ist deine Jugend. Blümchen. Blümchen, ja. Ist es so einfach, du machst das, weil du die damals geil fandest? Also ja. Wie gehst du, schreibst du Matthias Reim bei Instagram? Nee, Matthias Reim hat sich bei uns gemeldet und wollte einen Song. Ach wirklich? Wer sind die Top 3, mit denen du noch einen Song machen willst? Es gibt, man, jeder kann sich schon denken, mit wem ich natürlich mal Bock habe, ein Feature zu machen, wenn man weiß, wer mein größtes Idol ist und wer mein größtes Vorbild ist, schlagertechnisch und so alles. Sag doch mal. Digga, da brauchst du Fans, ihr wisst es ganz genau, Top-Kommentar wird es da unter sein. Das weiß ganz genau jeder. Überleg doch mal. Wer? Wolfgang Petri. Naja. Aber ja. Peter Maffay. Peter Maffay. Würdest du mit dem? Peter Maffay ist überklein, Alter. Sorry, das ist ja nicht schlimm. Wir wollen die Bühne sehen. Wir wollen die Bühne sehen. Jetzt kurz noch mal einmal für mich. Es kommen jetzt, egal wo ihr hinfahrt, sind immer diese Leute dabei, die bauen deine Dorfdisco auf und ab. Wir reisen mit 28 Mann und dann örtlich noch mal jeder, glaube ich, noch mal 10 oder 15 Mann. Träumt man nicht davon immer? So, als du da auf der Bühne Battle Rap gemacht hast, ja, hast du sicher irgendwann mal gedacht, boah, ich will, dass in so einer Location 9000 Leute mich abfallen? Nee, und du hast immer so viel Business-Gedanken, so was hatte ich nie. Und nee, nicht Business, das sind Träume. Ich habe gesagt, ich will irgendwann Stand-Up vielleicht machen, ja, und mal rauskommen und da sollen mehr als 1000 Leute sitzen. Genau, die Leute sind für mich wichtig. Wer hier aufbaut und was die hier alles machen. Und aber das gehört ja dazu. Ja, aber das ist, jetzt willst du nicht. Das Schlimmste ist, was es gibt, jetzt die Zeit fordert, jetzt das Warten. Ich will jetzt essen und wenn ich gegessen habe, will ich auf die Bühne. Wir zeichnen heute auch komplett live auf. Ach, wirklich? Ja, weil wir ein paar Gäste haben. Oh, wer kommt denn heute? Tarek kommt heute, Matthias Reim kommt heute. Ui, dann habe ich ja das beste Konzert gekriegt. Menasmus kommt und Saltatio Mortis kommt. Du weißt ja gar nicht, wie ich auf die Bühne komme, wa? Ich komme mit dem Fahrrad auf die Bühne gefahren, aber von der Menge. Ich fahre durch die Menge. Nudeln. Ich wollte Rotkohl und Kartoffeln. Ey. Das Schlimme ist, er kann sich wirklich aufregen wie so ein alter Mann. Catering ist super, ich weiß gar nicht, was er hat. Hier, guck mal, Pasta. Guck mal, schön Chicken. Lasagne. Hallo. Du weißt, dass ich Rotkohl bestellt habe. Ja, Rotkohl, das weiß ich, das habe ich gehört. So was kriegt man hier bei jeder Stadt, kriegst du halt so einen Aufnäher. Exklusiv hier mit Berlin drin. Nein. Der ist nur für Berlin, der Aufnäher. Wirklich? 150 Stück nur davon, dann mit dem Koordinaten unten drin, mit dem Datum. Also am Merch-Shop. Am Merch-Shop. Und da gibt es in jeder Stadt gibt's unterschiedliche. Was machst du auf der Bühne? Erzählst du ein bisschen was? Gibt es irgendwelche Videoeinspieler? Schau es dir doch einfach an. Ja, ist okay. Jetzt, grundsätzlich, man spielt immer relativ ähnlich die Songs natürlich. Setlist ist immer gleich. Aber was ich zwischendurch labe und so, ist immer frei. Okay. Bin ja ein Freestyle-Rapper, kann ja sowas. Spontan sein. Was kann jetzt beim Soundcheck schieflaufen, dass die Stimmung runtergeht? Alles. Also, ja, okay, aber vielleicht sagst du auch nur, wenn. Darf's knacken? Nein, hab ja Profis dabei. Okay. Die kriegen ja Geld dafür, das dass es nicht knackt. Naja, gut, wie viele Leute ich schon für Arbeit bezahlt habe und die nie gekriegt habe. Warum brauchst du das? Dass du nicht so doll schreist, weil sonst schreist du gegen die Monitore an. Ah. Dann schreist du, weil du hast ja immer die. Du hörst dich ja sonst so über diese kleinen Boxen da unten auf dem Boden. Und dann bist du am nächsten Tag heiser. Mit dem Ding kannst du eine Tour spielen und die Stimme ist relativ in Ordnung, wenn du das ordentlich kannst. Hab ich wieder was gelernt? Und du hörst den perfekten Sound, ja. Ich guck mir mal deine Bühne an, mach die mal fertig. Guck mal, das hatte ich damals auch bei TV Total, als ich da war. Weil man sieht immer nur das und denkt, wie geil eine Litwas-Säule, die übrigens nach Herr Litwas-Säule benannt ist. Also nach Herr Litwas. Hinten nur billig Press sparen. Nur billig Press sparen. Dorfdisco 2, auch nur Presssparen, aber Hauptsache nach außen schick. Hast du den Pimmel gemalt? Ja. Sehr gut. Er ist eben eine Bühne, wa? Und da stehen nachher, darf man nicht vergessen, davor habe ich Respekt, 9000 Leute, die eine Show erwarten. Und Nils, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, der ist da so ein bisschen allergisch, wenn Leute viel filmen und wenig abgehen. Ja. Das Video hat mir jetzt eine Anzeige eingebracht. Nachher machen wir so ein Wettsaufen und so. Da kommen noch ein paar Leute auf die Bühne und so. Von Fans oder? Fans, ja, klar. Ah, Troschis aber. Nee. Sondern? Hat sich verkauft, Fürstenbach. Oh! Einfach für den Auftritt später, falls Finch so ein bisschen Bock hat. Komm, ein trinken wir jetzt. Prost. Das Tolle ist, kein Glas kann man bei so einem Konzert und so rausgeben. Plastik, gut für die Umwelt. Warte. Troschis, jetzt demnächst Finch-Sponsor. Mein Lieber, der Soundcheck ist gerade nicht so gut.
was klappt nicht. Soll ich es jetzt erklären? Ja, ich bin doch auch da, wenn es mal nicht rund läuft. Man sieht da an der Seite links und rechts Werbungen für die nächste Tour. Genau. Die Werbung hatten wir erst auf so einen großen Vorhang aufgedruckt, der runterkommt. Das Problem ist, die Hälfte der Dinger können wir noch nicht veröffentlichen, wegen, wir haben Festivals und da darfst du noch nicht vorher veröffentlichen, bevor du nicht das Festival spielt, das Gebietsschutz. Gibt's Verträge. Ah, ja, weil man vertragliche Probleme. Das heißt, wir haben ein neues Banner hingehangen, aber mit dem gleichen System, was es los ist. Ja. Und das geht anscheinend immer nicht. Das funktioniert immer, wenn ich nicht da bin. Und mir wurde jeden Tag erzählt, es funktioniert. Und jetzt hat es nicht funktioniert und wieder nicht funktioniert. Zum dritten Mal nicht funktioniert, wenn ich da bin. Das fuckt mich absolut ab. Ich bin kurz davor, die eine reinzuhauen. Ja, glaub ich. Mehr Koks, mehr Alkohol und mehr nackte Frauen. Man muss sagen, die Vorband, mein Support Act, die sind so klein, dass sie gefühlt keiner kannte. Die sind neu auf dem Markt. Ich will nicht sagen, dass ich ihr Entdecker bin. Mir wurden sie zugeschickt. Die haben vorher vor 200 Leuten meiner Kneipe gespielt. Jetzt spielen sie vor 9000. Hey, Freunde! Ich möchte heute, dass jeder hier zu 100% arbeitet. Und heute reißen wir richtig ab und machen den Laden heute kaputt. Jeder hebt Leistung. Yeah. Danke, mein Freund. Vielen Dank. Mach dir die ran und dann sehen wir uns gleich. Dankeschön. Hi. Freut mich. Mr. Perfect, das sind richtig alte. Das sind die Geilen, mein Lieber, das sind die Geilen. Alter Macho Man, Hulk Hogan. Shirin hat gerade gesagt, ich soll mal Kaktus probieren von Fürstenbach, weil ich meinte, der andere war gut. Soll ich gerade mal probieren? Ich teste doch noch. Troschki billig so. Ist okay. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Boah, kann man nicht sagen. Also das ist eine entscheidende Diskussion. Nein, kann man nicht am Anfang. Relativ einfache Frage. Digga, welche Generation? Wir haben 10 Generationen. Erste Generation, Standard. Wer Bisa Samen nimmt, hat vom Leben nichts verstanden. Bin ich bei dir? Shiggy auch nicht. Glumanda. Nein, es ist Shiggy, aber ist okay. Bist schon mal. Warum Glumanda? Weil ich genauso einen brennenden Schwanz habe. So, wir gehen jetzt mal hoch, gucken, was die Zuschauer sagen, warum sie überhaupt hier sind. Ich bin hier wegen dem Spaß. Warum die da sind, kriegen wir jetzt raus. Ballert ihr euch richtig einen rein? Haben wir schon. Ah, sehr gut. Was habt ihr getrunken? Danke, ja. Fritz ist der Geilste. Er kommt aus Ostdeutschland. Er kommt aus unserer Stadt, aus Münchenberg. Du hast heute richtig Bock auf Fritz? Ich hab richtig Bock auf Fritz. Wir singen Rollstuhl. Alter. Geil, oder? Warum bist du halt bei Finch? Wir sind auch asozial. Ist Finch erotisch oder nicht? Ich kann es nicht einfach. Ja, auf jeden Fall. Warum ist Finch besser als alle anderen aktuell? Weil er aus Ostdeutschland kommt. Aus Ostdeutschland. Ist der nicht ein bisschen speckig? Nee, das ist voll okay. Bei dir ist es auch voll okay. Danke. Ja. Hast du noch ein Argument außer Ostdeutschland? Ich liebe einfach Finch und Ostdeutschland ist einfach geil. Ostdeutschland! Füllst ihr Lebensräume. Es geht nicht darum, seine eigene scheiß Musik zu spielen. Digga, Matthias Reim kommt auf die Bühne, alle rasten aus, singt verdammt, ich lieb dich. Und Digga, kannst du die Worte beschreiben? Ich muss sagen, als Aaron erstes Finch-Konzert, ich weiß nicht, was ich krasser fand. Matthias Reim oder dass einfach 9000 Leute gesungen haben, find mich Finch. Alles, Digga. Digga, für mich Matthias Reim war ein Lebenstraum, hast du erfüllt. Hat Berlin performt oder bist du enttäuscht? Ich bin zufrieden mit Berlin und ich sag dir ganz ehrlich, das war ein guter Startschuss, weil alles was kommt. Und ich sage dir, Fool heute nächstes Jahr, ich habe am Anfang gesehen, wie eine Fackel hochgeht. Eine Fackel, als ich auf Fahrrad sang. Ich sag dir, in der Wuhlheide zünden wir 500 Bengalos und brennen den Scheißbude nieder, Alter. Und das ist geil. So, meine Lieben, mehr bleibt mir auch nicht mehr zu sagen. Finch-Konzert ist geil. Deswegen lasst ihr jetzt direkt ein Like da, besonders wenn ihr hier wart. Das will ich will 9000 Likes sehen. Folgt Finch auf Instagram, kommt in die Wuhlheide, er wird abreißen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Mein Pulli war auch schon mal voller Blut, aber... Nicht von deinem. Tageblut. Ja, siehst du, das willst du nämlich drin haben. Nicht drin haben, das ist nämlich meins. Das Sex kommt, ist meins. Das kommt natürlich rein.